Johanna Berntopf. Herzlich willkommen. Hallo Johanna. Hallo Herr Wick. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Premiere der Potenziale durchgeführt wird und was alles zu erleben sein wird. Und wie immer, wenn was wirklich Neues, Großes, Gutes entsteht, gehe ich davon aus, dass es auch einige Widrigkeiten und Schwierigkeiten gab und Widerstände vielleicht. Gab es sowas bei euch auch? Und magst du uns was davon erzählen? Also alle, die in Vorarlberg leben und arbeiten, vor allem im Kulturbereich, wissen, was es heißt, etwas Neues auszuprobieren und können die Frage, glaube ich, selber beantworten. Es gab, glaube ich, Widerstände. Und anhand meiner Augenringe sieht man, dass 4 Wochen vor der Messe und 3 Wochen vor der Potenziale, dass es viele Gegner gibt, aber auch viele Befürworter zum Glück. Also ich gehöre auf jeden Fall zu den Befürwortern, wünsche euch... Und nur ganz kurz, das geht nicht wirklich vor der Art Design aus, wir sind zwar dasselbe Team, aber die Potenziale ist wirklich ein neues Format. Okay. Und die Art Design ordnet sich quasi unter. Das ist mal ganz wichtig zum Sagen. Okay, das war mir auch neu. Mhm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr auch die letzten Wochen gut übersteht und wünsche alle Kraft, die es braucht, um Neues in die Wege zu leiten. Danke. So, ich bin bereit. Wir haben viel hin und her überlegt. Wir haben verworfen, ausgemistet und dann wieder zurückgerudert. Wir haben viel gelacht und geflucht, getanzt, ganz viel Kaffee getrunken, manchmal auch Schnaps. Und das über mehrere Monate. Ausgelöst durch einen Spaziergang auf die Letze. Und da war sie, die Idee für ein neues Veranstaltungsformat, die Potenziale. Noch ohne Namen damals, aber schon mit vielen Bildern im Kopf und voller Vorfreude. Das neue Format, die Potenziale, geht eben über 3 Wochen im Herbst in Feldkirch und soll bestehende und neue Potenziale in der Stadt aufzeigen und miteinander verbinden. Es geht uns um ein langfristiges Experiment für mehr Kreativität und Kreativwirtschaft in Feldkirch. Dieses Jahr mit 17 Stationen. Die Potenziale sichtbar machen und zu verbinden, das sehen wir als unser erklärtes Ziel und als unsere oberste Aufgabe. Und dazu bitte ich euch, es geht jetzt gleich ein Wollknäuel durch die Runde, am Faden festzuhalten, kurz an euer eigenes Potenzial zu denken, damit für einen Moment alle Potenziale in diesem Raum miteinander verbunden sind. Ein Projekt der Potenziale ist das Feldhotel, das kennt man schon aus dem Jahr 2013, da war es bei der Art Design. Nun kehrt es zurück im Rahmen der Potenziale und erzählt von seiner Reise, die es gemacht hat. Ein weiteres Projekt, mein Lieblingsprojekt im Rahmen der Potenziale, ist das Projekt Lost Places. Wir stellen Kreativen, Künstlern, Hochschulen und Absolventinnen Lehrstände in der Stadt zur Verfügung, wo sie ihre Projekte und innovativen Ideen ausstellen können, mit der Hoffnung, dass davon auch etwas zurückbleibt und dass noch weitere Potenziale in Zukunft in Feldkirch Halt machen oder vielleicht sogar dort bleiben. Es geht hier um versteckte Potenziale in der Stadt. Es sind Räumlichkeiten, die zwar vorhanden sind, schon seit mehreren Jahren zum Teil leer stehen, aber die meisten kennen sie gar nicht und wissen gar nicht, dass sie existieren. Und wir wollen im Rahmen der Potenziale aufzeigen, es gibt Raum, es gibt Möglichkeiten, man muss ihn oder sie nur nutzen. Im Rahmen des Lost Places-Projektes stellt zum Beispiel das Art Depot Innsbruck aus, als quasi ein Nachbar von Vorarlberg in Tirol, aber auch junge Projekte sind dabei. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die nächste Folie kommt. Genau, das ist die Landgruppe, ein Studienkollektiv aus Wien, die sich mit dem Thema Flüchtlingen beschäftigen in einem temporären Pop-up Pay-as-you-wish-Lokal in Feldkirch in Balle-Lichtenstein. Auf das bin ich schon sehr gespannt, was da passieren wird. Ein weiteres Projekt der Potenziale ist der Saunawagen, den kennen vielleicht viele schon aus dem großen Walsertal. Der wird in Feldkirch im Reichenfeld auf der Waldbühne Halt machen, da kann man quasi saunieren.
wurde vom Architektentour Kompott aus einem alten Kioskwagen zu einer fahrbaren Sauna umgebaut. Und das Besondere sind eben die großen Scheiben, durch die man einen wunderbaren Ausblick beim Sanieren hat. Auch die Art Design ist, wie gesagt, ein Teil der Potenziale, also ordnet sich dem großen Format unter und findet dieses Jahr an drei Schauplätzen statt, an beiden Ufern der Ill, und zwar im Pförtnerhaus, im alten Hallenbad und im Montforthaus. Im Pförtnerhaus, wie gewohnt, die klassische Verkaufsmesse mit den verschiedensten Produktbereichen. Im alten Hallenbad machen wir erstmalig das Format der Art Design Werkstatt. Da können Künstler und Designerinnen vor Ort arbeiten und den Entstehungsprozess erlebbar machen, aber auch ihre Produkte verkaufen. Und im Montforthaus bieten wir erstmalig eine Plattform für Fotografen und Fotografinnen aus dem Land, aber auch international. Und das ist die erste Plattform in Vorarlberg für dieses Format. Darüber hinaus zählen auch viele Programmpartner dazu. Das sind jetzt keine neuen Potenziale, die wir erfunden haben, sondern es sind bestehende Potenziale in Feldkirch, die es gibt. Und das neue Format die Potenziale ermöglicht uns, die bestehenden Potenziale aufzuzeigen und miteinander zu verbinden, dadurch mehr Kraft zu gewinnen. Dazu gehört zum Beispiel das gentrifizierungsresistente Offspace, das Antiquariat Cipulski, das viele von euch vielleicht kennen, die Villa Claudia, wo Kunst Vorarlberg beheimatet ist, aber auch das Kunstpalais Liechtenstein, die einfach zeitgenössische Kulturschaffende aus dem Land, aber auch darüber hinaus präsentieren. Weitere Besonderheiten in Feldkirch als Schauplätze quasi sind auch die Johanniterkirche, eine Kirche, in der Kunst stattfindet. Wir haben auch ganz junge Mitwirkende dabei im Rahmen der Potenziale, die sich als kollektive oder als individuelle Verfasserinnen von Lobreden auf Dinge im Theater am Saumarkt präsentieren. Und last but not least, im Rahmen der Montforter Zwischentöne wird am Kanalsteg über die Ill eine Intervention aufgebaut zum Thema Glauben. Also ziemlich viel und ziemlich viel zum Tun, aber es macht extrem viel Spaß. Da sieht man auch ein Bild von der Johanniterkirche von einer vergangenen Kunstausstellung. Genau, ich sehe noch die Wolle in den ersten vier Reihen. Vielleicht kann man das ein bisschen beschleunigen. Mich würde es interessieren, wie es am Schluss ausschaut. Ah ja. Genau, da sieht man auch das Theater am Saumarkt, die Räumlichkeiten, wo eben die Lobreden auf Dinge stattfinden. Und ganz am Schluss möchte ich euch einfach bitten, nochmal an eure eigenen Potenziale zu denken. Wir können danach auch darüber reden, denn wir hätten eure Potenziale auch gern in Feldkirch. Dankeschön.